Es geht, Leute. Willkommen zu dieser wunderbaren Folge von Wenn ich du wäre. Das hier ist jetzt das Intro vor dem Intro. Wir befinden uns gerade auf Madeira und ich bin heute wirklich in der Stimmung, wo ich sagen kann, mir ist heute alles egal, was Lukas zustößt. Es gibt hier ein paar No-Gos auf dieser Insel und die werden wir heute brechen. Und ich würde sagen, ich entlasse euch einfach mit dieser kleinen Vorinformation jetzt schon mal gestärkt mit einem Kaffee in die nachstehende Folge von Wenn ich du wäre. Madeira Edition. Viel Spaß. Was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video, Leute. Wir drehen heute eine wunderschöne Folge, wenn ich du wäre. Wir sind hier im wunderschönen Funchal auf Madeira. Und ihr kennt ja das Format. Wir geben uns gegenseitig Aufgaben, bis der eine anfängt zu heulen oder das Land verlassen muss. Geweint wird heute nicht. Also Lukas. Erstmal, ich bin auch dabei. Schön, dass du mich hier... Hallo. Ich hätte auch gerne mit dem anderen Gerät da vorne so die Jungs von Gewitter am Kopf und ab, der ist auch noch mit am Start. Okay. Lukas, ich würde sagen, hier vorne ist ja ein Skatepark, ne? Ja. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal darüber. Ich fange einfach mal an. Ja, darf ich auch mal meine Ansage noch drehen, oder? Nein. Junge, du blöder. Lukas, ja. Du bist ja jemand, der extrem gut im Skaten ist. Ja. Lukas, und wenn ich du wäre, würde ich einen der Jungs fragen, am besten, gehst jetzt mal dahin, Lukas. Ja. Und wenn ich du wäre, fragst du mal, ob du kurz das Board haben kannst. Fragst ihm, ob du mal ganz kurz fahren darfst, weil du ihm einen Trick zeigen möchtest. Fährst richtig schnell und fällst einfach mal hin. Und schreist so richtig laut rum, damit es erstmal richtig unangenehm für dich hier losgeht. Ja, das tut natürlich mal weh. Du musst ja nicht wehtun. Und los, der Hase. Bitteschön. Hä, dann tue ich mir weh. Nein, tust du ja nicht. Kannst du sagen, dass du dein Board vergessen hast? Junge, das ist gerade so weird. Spannend. Excuse me. You speak English? Yeah, It's okay if I drive with the board? Yeah, sure. Awesome. Thank you. Gibst du richtig schön Gas, Lukas, ja? Ja, wo soll ich denn hinfahren? Da irgendwo, wo du oben hinfahren kannst, auf der alten Rampe. Und mich da hinlegen? How it feels to chew 5 gum. Stimulate your senses. Pass auf, Lukas. Reicht schon. Fährst du nochmal zurück? Nein. Fährst du nochmal zurück zu ihm und sagst, okay, I'm gonna show you a trick. Und dann fährst du so, als würdest du losfahren, aber läufst du den Ball einfach weg, wenn ich du wäre. Der ist schneller als ich, bin übergewichtig. Das stimmt. Zeig mir deinen Bauch kurz. Nein. Hey, warte mal, wenn ich du wäre? Jetzt bin ich dran mit der Aufgabe. Verdammt. Wenn ich du wäre, ja. Drops jetzt von hier in die Halfpipe. Mit dem Skateboard? Boah, Endlevel. Can he try for... Yeah, awesome. Kann ich die kleine machen? Du brauchst sogar, wenn du dich hinlässt, nicht mal Fake schreien, weil das wird wahrscheinlich wirklich wehtun. Oh my God, is it hard? Nee, I'm not a skater. Don't be scared and just... Dude, I'm totally scared. Just... Also ich hab das früher echt schon mal gemacht, Leute, ich hab mich übel aufs Maul gelegt. Das tut heftig weh. Dude, I'm gonna fail. Das Board rutscht weg und er fällt nach hinten. Ich kann das nicht! Hier mit Snap? Das war's denn. Digga, was war das denn? Ich kann es nicht! Ich mach's dir, du stellst dich so hin und dann gehst du so rein. Junge, Alter. Nee, Digga! Thank you. Bye. Das Ding ist, hättest du das einfach gemacht und durchgezogen, ohne Angst zu haben, ich werde dort easy geschafft, weil es ist nicht schwer. Wir waren hier vorne gerade einen Kaffee trinken. Hey, Jan. Ja. Das Ding ist, Leute, da hinten sitzt eine Frau, die guckt ihn schon die ganze Zeit an. Und Lukas, wenn ich du wäre, setze dich an den Tisch und isst ein paar Servietten, einfach aus diesem Serviettenspender. Setz dich aber dahin, zwei, drei Servietten essen. Ist ja in Ordnung, oder? Für meine Folge musst du hier so ein Dreckswasser trinken, jetzt Servietten essen. Ich musste mit dem Typen Skybase da hinten singen. Ja, das war auch schön. Die sitzt halt mit ihrem Mann. Ja, und? Einfach an den Tisch dazusetzen. Und ein paar Servietten essen. Ja, ne? Es ist ja so, Tobi, dass wir natürlich auch Grenzen haben. Ne? Die Grenzen sind halt gerade da. Hallo. Wenn andere Leute nicht gefilmt werden möchten. How are you? Good, and you? I have English 1 in Zeugnis drin. And you are from? Germany. Ah, good. Mm-hmm. Do you want some? Do you want to try some? Try what? Servietten. Servietten. Schmecken geil. Stell dir mal vor, setzt sich jemand bei dir an den Tisch und fängt einfach an, die Servietten zu essen. Nimmst dir doch eine mit für auf dem Weg. Jetzt hast du den schönen Tag von denen kaputt gemacht. Oh, sehr schön. Sehr schön. Absolut peinliche Nummer, wirklich. Ich würde sagen, wir gehen in die Startzone und schauen uns mal ein bisschen Funchal, die wunderbare Altstadt. Film mal unauffällig darüber, weil ich weiß nicht, ob man filmen darf. Das sieht mir schon irgendwie ein bisschen nach Weihnachtspullis aus. Ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so angenehm, hier bei 25 Grad zu tragen, aber Revi, wenn ich du wäre, würde ich mir 2 Stück davon kaufen und die ganze Folge lang einfach mal anziehen. Die kosten 30 Euro. Komm, ich bin heute in Spendierlaune. Ich kaufe sie dir. Den ganzen Tag musst du sie anziehen. Kann ich nicht das hier haben? Nein. Finde ich aber schöner. Also das ist das Ding, guck mal, das würde ich ja wieder anziehen, weißt du? Ja, ist mir halt egal. So. Jetzt frage ich mich, warum gebe ich für dich jetzt Geld aus? Eigentlich kannst du es kaufen. Tja, jetzt hast du es dich schon entschieden. Ach, komm, ist egal. Hallo. Hi, we want to buy this too? You think it's too warm to wear right now? Okay. Ich sterbe ja darin. Das ist ja viel zu warm. How much cost these both?
Would hurt 35, without hurt 30. 70 Euro für dich, für so eine dumme Aufgabe. Can you do a better price? Ich schwitze halt jetzt schon. Ja, ich auch. That looks nice. Ah, oh, too many. I want to wear them both right now. Both, yes. One over another? Yes, yes, because I'm really cold right now, you know? Oh. I'm freezing out here. Yes, I really like it. Perfect, thank you. Ja, super, da haben wir was gefunden, ne? Yes, es ist draußen 25 That's Grad awesome. Und ich habe zwei Wollpullover an. Wenn ich den ganzen Tag mindestens 20 Liter Wasser zu mir nehme, bin ich tot. Weißt du, es hätte alles sein können hier. Eine Tasche oder ein bisschen, von mir ist auch mehr im Glas, was auch immer. Stattdessen laufe ich jetzt hier mit zwei Holzpullis. Ach. Naja, aber immerhin habe ich Souvenirs für meine Eltern jetzt. No, 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 that's fine, I'm really cold. Geht's oder soll ich zuhelfen? Nee, passt. Ne, ist gut. Okay, dann sehen wir uns gleich in der Stadt wieder auf dem Markt, Lukas. Und da habe ich mir schon was ausgedacht. Wir gehen jetzt. Tschüss. 3, 2, 1, Mariachi. So ein bisschen Timbaland und so ein bisschen House. Hallo. Where are you from? Germany. Ah, gut. Germany, Mariachi Band. Perfekt. In deiner Folge haben wir uns ja dazu entschlossen, eine kleine Band aufzumachen. Lit. Ich würde sagen, Lukas, wir gehen jetzt zusammen erstmal zum Markt. Da sind nämlich eine Menge Leute, die ganz viel verkaufen wollen. Das sind ungefähr 100 Stände. Ja. Und Lukas, wenn ich du wäre, würde ich an jeden dieser 100 Stände eine Sache kaufen. Jo, und wohin damit? Das kannst du dann kaufen. Ey, auf korrekt. Dadurch, dass ich mir gerade ein Band-Outfit kaufen musste, habe ich vielleicht noch 20 Euro. Ich bin jetzt jedes Mal hier gewesen, ist sehr teuer. Ja, und vorne gibt es verschiedene Arten von Papayas. Und von jedem einen, wie soll ich das machen? Ich möchte verschiedene Arten von Passionfruit haben, damit ich die durchprobieren kann mit Gewitter im Kopf. Und ich will mir das Video natürlich selber finanzieren. Eine Frucht kostet meistens so um die 20 Euro. Das ist eine Touristenfalle hier. Ja, ist eine Touristenfalle, ich hab's gesagt. Aha. Und ich würde sagen, wir gehen hier mal ganz kurz, ganz entspannt lang. Und ich sag dir, so wenn du... Digga, hier gibt's safe 10.000 Sorten. Oben geht's auch weiter, yo, aber nur hier unten. Wir haben ja 100 Stände hier, die wir abgraben müssen. Lass es geschehen einfach. Lass es geschehen. Lass das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist so unnötig. Oh, Digga. No thanks. Doch! No thanks. Ja? Boah, die ist geil. Alter. Can we have two of each? Of each. Obrigado. Ja. Dann gehen wir zum nächsten Stand. Junge, wie viel Geld sollen wir denn jede Folge ausgeben? Immer irgendwas mit kaufen. Mariachi. Is it good? Good! Yes! Yeah. I'm really good. Digga, Revi, ohne Scheiß. Ey, Digga, die haben den Tagesumsatz gerade. Das ist insane. Lukas, kennst du das? Nee, das sieht aber aus wie Holz. Ich will's nicht essen. Digga, das kann man doch nicht essen. Ist es. Nicht abweichen, nur kauen. Rampe, hä? He's very stupid. Nee. Problem. Alter, leck mich echt viele Früchte. 119 Euro für Obst. 1, 2, 3, Mariachi. Bye. Bye, bye. Ich freue mich an erster Stelle einfach für die Verkäufer. Digga. Gut, aber wenn wir dann schon mal hier sind, ne, können wir vom Ding hier bleiben, ne? Ja, schön, oh, guck mal. Markt. Ey, das sieht doch geil aus, oder? Das sind Zwiebeln, ja. Revi? Ja. Wenn ich du wäre, kaufst du jetzt eine Rohzwiebel und isst die auf. Du isst die auf und zahlst komplette selber. Komplette Zwiebel. Isst eine Zwiebel auf. 50 Cent für die Zwiebel, wo sind wir denn hier? Okay, pass auf. Die Verkäuferin, die eben durchs Bild gegangen ist, die sitzt jetzt genau rechts an diesem Ding. Neben die gehen. Dann sagst du, na hör mal. Ganz genau, dann beißt du da rein. Na hör mal. Bah, hör auf! Bah! Bah, Alter, eine Zwiebel. Der ist einfach eine rote Zwiebel. Bah. Der Typ schlägt mich gleich in die Fresse. Auch wenn du kotzen musst, ess die komplett auf. Oh, geil. Jetzt schön noch hier mit dem geilen Fischgeruch. Oh, das ist schön, oder? Ich kann nicht runterhören. Es ist auf. Ich kann nicht runterhören. Es ist auf. Ich geh nicht. Hallo, hallo. Ich bin jetzt drauf, uns keine ekelhaften Sachen mehr zu geben. Hand drauf. Nein. Wenn ich du will, gibst du mir jetzt die Hand. Nein! Es ist zu ekelhaft. Ich muss ein bisschen kotzen raus. Gibst du mir jetzt die Hand. Ah! Oh! Ah! Ah! Bah, ist das ekelerregend. Wir haben gerade die kleine Kamera gewechselt. Ich musste gerade 20 Minuten voll bepackt mit zwei Wolljacken bis zur Villa laufen, während dieser fette Penner da hinten sich Uber genommen hat. Revi, du schaffst das! Mir ist überschlecht. Wir fahren jetzt weiter nach Porto Moniz, treffen da Simon und drehen da zu Ende. Und ich würde sagen, wir fahren los. Ja, Revi? Ich tue mir mal bitte was zu trinken. Junge. Was zu trinken? Wasser. Frisch, ohne irgendeine Scheiße da rein zu machen. Wo ist das Wasser? Ich glaube, ich stehe oben. Aber ich bringe gerade einfach alle Flaschen mal runter, weil... Ich bin ja dumme
Alter. Das Gute ist, dass Simon gleich vor Ort ist und Simon komplett geisteskrank ist. Ich möchte, dass Simon diesen ekelhaften Penner, vielleicht kommt er aus seiner Hand. Ich will, dass der Scheiße frisst, dass der leidet. Eigentlich will ich, dass er sogar stirbt. Danke sehr. Wir sehen uns in Portemonnaies. Das sieht so krank aus hier. Simon, ja? Schön, dass du hier bist. Hi. Ich möchte, dass du später eine Aufgabe an Lukas vergibst. Ich möchte, dass du Lukas 120 Meter Clip ins Wasser trittst. Kein Problem. Ich meine das ernst. Ja, kein Problem. Wie wär's denn, wenn er hier in diese Naturpools rein muss? Hier. Ich kann da auch reinkacken. Disgusting. Ja, aber das ist ja keine 20 Meter hoch. Aber es ist nicht so tief. Das heißt, wenn er hier runterfällt, ist er tot trotzdem. Ich will nicht, dass er stirbt. Ach so. Gut, okay. Ich würde sagen, wir essen erstmal was, Leute, dann sehen wir uns gleich wieder. So, perfekt. Ich buche eher Revi, machst das Gruppenfoto mit runtergelassener Hose und Pullover auch hochgezogen. Also, was man in der Unterhose sieht. Ja. Nee. Aber er muss vorne stehen, er muss vorne stehen. So. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Hallo, can you do a photo? Can you, sorry. Can you do a photo? Ich enjoy das gerade sehr. Obrigado. Das Ding ist, das war jetzt ja für mein Video, aber eigentlich wäre ich ja dran gewesen mit der Aufgabe an Lukas. Das heißt, ich habe zweimal hintereinander was ganz Nices. Lass dein Video dann zweimal nacheinander. Das war ein schönes Bild, aber ja, ich hätte auch eigentlich gern mein Pello gezeigt. Ich bin ja zweimal hintereinander dran, was ganz geil ist, weil wir einfach ein bisschen geskippt haben. Ich müsste aber auch dazu sagen, mit den Klippen kriegen wir leider nicht hin. Guck mal, hier vorne ist auch ein Müllcontainer. Also. Guck mal, da vorne, die haben so Reinigungswasser. Was, wenn Lukas seinen Kopf da reinsteckt? Ja. Nein, Junge, ja. Fuck! Das ist eine gute Idee. Als ob ich random zu diesen Leuten gehe, Hallo sag und so mache. Ja, das machst du jetzt. Viel aber Spaß, ich nehme die Brille. Sie sagte, por favor. Obrigado. Und dann machst du Kopf rein. Wie dieses Spiel jetzt? Die sind leer. Ah, die haben gerade einen Eimer aufgeregt, ne? Warte. Die sind leer! Nee, nein. Komm mal mit, komm mit! Nein! Excuse me? Okay. Okay, Wortrate. Also die Männer wollten nicht gefilmt werden, das respektieren wir. Aber wir respektieren der Wife nicht, deswegen geht er jetzt in diesen Mülleimer rein. Und wir machen auch Digga, das ist Restmüll. Ja, viel Spaß. Ich sitze mit euch im Auto, ne? Ich wollte es nur anmerken. Das ist ja nicht real. Ja, doch, also langsam ist Krise, ne? Weil es mit der Mülltonne und dem Reinigungsmittel nicht geklappt hat. Diese beiden Touristen, letztlich versuchst du jetzt, also nimmst zwischen ihnen die Sachen. Die haben da Essen oder so. Du bist weg, sagst du sorry, tust es so ein bisschen zur Seite, setzt dich daneben und dann nimmst du den Arm, als wärst du ein Miss My Familie. Ich wish my parents would see me here. Okay, los. Ja. Digga, die haben da halt, ey, die haben Getränke und so da stehen. Ich umarm die einfach, okay? Leo sehr gut positioniert. Den sieht man gar nicht da hinten. Oh, hallo? Sorry. I miss my parents. What? I miss my parents. Nein, he's not here. Can you be my parents? Nein. No? No. Let me free, please. I just need some love. No. Can I get small, a kiss? No. With Sama, for hell better. It's the curry from. Der hat voll angefangen, mich zu beleidigen. Aber übertrieben. Digga, ich schwör, der war kurz davor, mich zu schlagen. Ich hab so Angst gehabt. Oh, Junge. Der war so freundlich am Anfang und auf einmal. Das ist dieser arme Typ, dass der im Urlaub gestört wurde von dir. Digga, der wollte mir die Nase brechen. Davy, das sind die ganzen leckeren Pflanzen hier. Das sind keine leckeren Pflanzen. Du probierst, von jeder mal einen Biss. Also, du beißt einmal. Bist du geistig behindert? Das könnte ja giftig sein. Ja, aber das weiß man nicht, ob es giftig ist. Also, ist okay. Also, du beißt einmal hier. Das ist ein Kaktus. Du beißt einmal da rein, einmal hier rein und dann nochmal da hinten in das Ding einmal rein. In das Stachelige, oder? Ja, in das Stachelige, ja. Mann, Simon, das kann saugiftig sein. Drei Sachen abbeißen und die Sachen, die du abgebissen hast. Du hast überhaupt keine Ahnung, was das hier ist. Die Sachen, die du abgebissen hast, tust du in deine Hand spucken und die bringst du mir dann. Los. Ich hoffe, du kriegst Durchfall. Große Bisse, nicht so kleine Pizza. Mein Mund ist taub. Das ist keine Ahnung. Au! Au, das ist au, stachelig! Ey, da sind Ameisen. Egal, ja, ich schmecke auch. Proteinquelle. Du bist doch kein Veganer. Sehr gut, und jetzt kommt das Ding da hinten, das möchte ich, das Nickel. Mal richtigen saftigen Biss. Das ist komplett. Das Digga, geht nicht. Das geht. Ich kann da nicht reinbeißen, okay, Simon. Das stimmt, da hast du recht. Oder davon, diese roten? Ja, beißt von dem roten. Nein, Blüten sind ultra giftig, da kann man von sterben. Beiß den Stiel durch. Ja, das ist eine gute Idee. Beiß den Stiel. Voll weh. Jetzt endlich mal vegan. Okay, das sind drei Geschenke. Ich will an. Die möchte ich, dass du die jeden drei verschiedenen Personen was schenkst. Das schenkst du einer hübschen Frau. Das hier schenkst du einem hübschen Mann. Und das hier schenkst du. Ey, weißt du, wie ich das schenken könnte? Den Leuten, die eh schon geguckt haben. Nee. Ich hab nie ein Versagen. Ja, die Versagen. Excuse me, sorry. Hi. You want some? That's a present. Knie dich hin.
Knie dich hin. That's for you. Rotade. Okay, I love you. Lukas, hier ist ein Blumenland, vielleicht kannst du sie verkaufen. Schreib, ob du die nur verkaufen kannst im Blumenland. Halt mal. You wanna buy this one? No, thank you. No? I want to sell someone. You can have it for like 5 cents. No. Then it's a knie present. Knie dich hin. It's a present. That's for you. Okay, I love you. Ich habe noch eine Aufgabe übrig. Hallo, nein. Doch, du warst, ich weiß einmal mehr dann als du. Ich möchte jetzt eine abschließende Aufgabe hier geben, Lukas. Was? Ich möchte, dass du dich bis auf die Unterhose ausziehst. Nein. Doch, nein. Wenn ich du wäre, ziehst du dich bis auf die Unterhose aus und mähe hier den Rasen mit deinem Mund. Wie soll ich den Rasen mähen? So. Er hat die Schuhe ausgezogen. Er ist schon bereit. Ich filme für mich privat noch ein bisschen mit. Ich mach das. Und jetzt gehe ich den Rasen mähen. Oh Leute, wenn ich du wäre, hier auf ganz anderer Basis. Bisschen mehr bitte. Hey, auf, bist du? Das war's von dieser wunderschönen Folge. Wenn ich du wäre, grüße auch an Simon, der sich das im Endeffekt dann noch anschauen muss. Wird. Ist ja deine Insel, ne? Natürlich. Wir sind Madeira. Ich würde sagen, wir sind an der Stelle raus. Schaut auf jeden Fall gerne mal bei vorbei. Und da gibt's den zweiten Teil zu sehen. Da habe ich auch ordentlich gelitten. Und wir sind an der Stelle raus. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.